Herzlich willkommen bei LKW-Fahrergesucht.com. Heutige Themen: LKW selbst reparieren, Elektro-LKW, die Fahrerkarte und meine Lieblingsrouten. Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist Donnerstag, ich habe ein bisschen vorproduziert schon, ist ein bisschen stürmisch, das ist gerade mit einem Megaliner mies, weil der mega hoch ist, mega leicht und so weiter. Und wenn der leer ist bei so einem Wind, das ist eine absolute Katastrophe, genau wie diese Light-LKWs. Aber über das Thema kotze ich mich, glaube ich, ein andermal aus. Heute geht es einmal um eure Fragen, dann geht es nochmal darum, viele fragten dieses Reifenzeug, damit man die Reifen schwarz bekommt, dieses Politurzeug und so weiter und meine legendäre Thermoskanne, die auch nicht ausläuft und wo man sich nach 3 Stunden noch die Fresse dran verbrennt, verlinke ich euch unten mit in die Infobox und mein Equipment, weil da auch mal viele nachgefragt haben. Kommen wir jetzt zu euren Fragen und wieder mal eine geile Frage kommt von der leitenden Körperschaft der abtrünnigen Zeugen ACAB. Los geht's. Paul, Entschuldigung, eine weitere Frage. Was würdest du empfehlen, sollte man als LKW-Fahrer privat können? Ich habe gehört, in der DDR konnten so gut wie jeder Fahrer von diesen IFA W50 selber reparieren, wenn es kein Totalschaden war. Was ist mit dem Kauf eines gebrauchten Lastwagens? Worauf würdest du empfehlen, dass da geachtet werden müsste? Und du hast mal gesagt, du hast 80 Liter Diesel auf 100 Kilometer Verbrauch. Ist das normaler Verbrauch? Also wieder mal eine sehr gute Frage. Kommen wir erstmal zum IFA W50. Das ist noch bodenständige Technik. Da sieht jeder durch. Das lernt man in der Grundschule, wie man ihn repariert, so ungefähr. Und das ist was ganz anderes. Früher war auch ganz normal, dass jeder Fahrer selber seinen Reifenwechsel gemacht hat. Ein Fahrer ist natürlich umso wertvoller, umso mehr er sich mit der Technik auseinandersetzt bzw. sich selber weiterhelfen kann und selber auch Reparaturen durchführen kann. Reparaturen unterwegs können sehr teuer werden für die Firma und wenn der Fahrer so viel wie möglich selber machen kann oder das so zusammenflicken kann, dass er noch bis nach Hause kommt, also alle Peoples, die das jetzt ganz genau nehmen, bitte nicht mal zuhören, also ich meine auch mit Achse hochbinden und sowas alles, habe ich auch schon gemacht, das macht man nicht, ne? Das gehört sich nicht, aber war auch schon mit dabei, ne? Kannst ja aussuchen, entweder bindest du deine Achse hoch, fährst so nach Hause, ne? Weil du nicht mehr kannst, oder du fährst zum Franzosen oder lässt dich erst noch am besten abschleppen und hast dann so eine hohe Rechnung, die der Chef nicht mehr bezahlen kann und dann pleite geht. Ne? Das hatte ich bei meiner ersten Firma und ich meine, mittlerweile ist die jetzt pleite, aber das war dann halt so. Ne? So hat man dann wenigstens einen Lohn gekriegt. Es war auch noch ein bisschen andere Zeit, finde ich, als jetzt. Das wird natürlich immer alles, umso mehr Verkehrsaufkommen da ist und man gefährdet ja auch andere mit solchen Aktionen. Das muss man halt immer gucken. Man muss natürlich auch gucken, wenn man so eine Achse hochbindet, ne, dass man natürlich nicht zu viel Gewicht drauf hat. Ne? Weil die anderen Reifen haben ja natürlich eine höhere Belastung dadurch, beziehungsweise die anderen beiden, die auf der linken oder rechten Seite sind, je nachdem, wo das Ding geplatzt ist. Also ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man als LKW-Fahrer viel selber machen kann oder sich zumindest Mühe gibt. Oder zum Beispiel bei der Werkstatt anruft und fragt, hey, was kann ich machen? Und nicht mit einer Reifenpanne da irgendwo am Straßenrand warten, mit der Hände in den Taschen. Also das geht in meinen Augen gar nicht, muss allerdings jeder selber wissen. Viele haben auch einen Vollwartungsvertrag, da braucht man sich gar nicht mehr die Hände schmutzig machen. Es ist auch sehr gefährlich, zum Beispiel auf der Fahrerseite den Reifen zu wechseln, ist mit Vorsicht zu genießen, selbst auf der Beifahrerseite mit den Reifen zu wechseln, auf der Autobahn zum Beispiel, ist nicht ganz schön und nicht ganz ungefährlich. Man muss natürlich wissen, wir sind ja keine Pussys oder irgend sonst was, ne? Man muss natürlich ein bisschen den Verkehr beobachten, ist da einer, der einschläft und auf deine Spur kommt, dann sollte man vielleicht vorher nochmal über die Leitplanke hüpfen, aber das muss man immer alles abschätzen. Und man kann manchmal besser zum nächsten Rastplatz fahren, dann ist die Felge halt im Arsch, aber dafür lebt man dann noch, ne? Und dann halt das Ding wechseln. Bloß in Schritttempo und nicht mit 90 über die Bahn damit fegen, das ist ja ganz klar. Vor allem muss man auch gucken, dass man den nachfolgenden Verkehr nicht gefährdet, wenn dann der Reifen zum Beispiel sich zerpflückt und dann quer über die Fahrbahn rollt oder sowas. Also man muss immer genau alles gucken, ist immer alles situationsabhängig. Bei meiner Werkstatt war es halt immer so, ich habe angerufen, du, der Automatik spinnt, ne? Der geht nicht mehr in neutral. Und da hatte ich halt Angst, wenn er nicht in neutral reingeht, dass wenn der dann nachher keinen Druck mehr hat, dass er gar nicht mehr anspringt. Und dann hat man halt eine gute Werkstatt, die dann erklärt, wo man die Büroklammer ansetzen muss. Und wir konnten eigentlich sehr viel selber reparieren. Einmal hatte ich einen Motorschaden, da konnte ich selber nichts machen. Aber das meiste haben wir selber repariert. Wir haben Bremssättel in Frankreich auf dem Parkplatz gewechselt, Bremsen und sonst irgendwas, Reifen wechseln.
halt so die Sachen, die man selber kann, sollte man schon machen. Aber so schön wie bei den Ost-LKWs wie früher ist es nun mal nicht mehr. Ja, mit einem gebrauchten LKW ist es so, worauf muss man da achten? Ich würde mir auf jeden Fall jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt. Und selber natürlich gucken, überall gucken, wie beim PKW, als wenn man einen PKW kauft. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was das ist. Ist das Ding außer Insolvenz oder was ist damit passiert? Ne? Ich würde auf jeden Fall keinen LKW, keinen verbastelten LKW kaufen, wo jemand selbst Licht oder irgendwas angebaut hat. Da hat man dann nachher nur Ärger mit. Da würde ich es lieber selber ranbauen lassen und das vernünftig. Also wie gesagt, ich würde mir eine fachkundige Person mitnehmen, die da was von versteht und dann läuft das auf jeden Fall. Wichtig beim Kauf eines LKWs ist auch, dass man die richtige Marke aussucht. Wenn man weiß, man möchte den nach 1 Million wieder verkaufen und den nicht bis zum Schluss auffahren und immer wieder reparieren, dann sollte man einen kaufen, der natürlich auch einen hohen Wiederverkaufswert hat und wo man nicht drauf sitzen bleibt. Es gibt Marken wie MAN, ich weiß nicht, woran es liegt, aber MAN hat einen relativ schlechten Wiederverkaufswert. Renault zum Beispiel, das sind halt die Marken so wie Scania, DAF, haben einen sehr hohen Wiederverkaufswert. Scania ist mit am höchsten, bei Mercedes kann ich jetzt nichts zu sagen, aber das ist auf jeden Fall Fakt und da sollte man auch noch mit drauf achten, wenn man sich sowas anschafft. Ja, ein Scania ist teurer in der Anschaffung, das ist wie mit einem Apple, aber wenn du einen Apple hinterher wieder verkaufst, dann kriegst du da einen vernünftigen Preis für und so ist das beim Scania auch. Der Verbrauch beim LKW liegt bei dem, was ich gefahren bin, zwischen 28 und 33 Liter, je nachdem natürlich, was für Frachten man drauf hatte. Feldsalat ist leichter als Blumenkohl, bei Blumenkohl ist man voll ausgeladen und kommt natürlich auch immer auf die Strecke drauf an. Nordfrankreich ist sehr hügelig und es geht permanent rauf und runter, obwohl das sehr nah an der Küste ist oder sogar an der Küste ist. Und da hat man enormen Verbrauch. Fährt man bergauf, hat man natürlich auch mal 80 Liter Verbrauch. Fährt man bergrunter, hat man keinen Verbrauch oder kaum Verbrauch. Ne? Also das muss man, wie gesagt, immer gucken. Im Durchschnitt liegt das bei dem, was ich gefahren bin, bei 30 Liter. Ich weiß, es gibt auch welche, die können mit weniger aus. Aber bei 30 Liter war auf jeden Fall Standard. Goizzi 2.0 fragt, was war deine Lieblingsstrecke? Schöne Grüße aus Thüringen. Die Frage ist sehr gut. Also es gibt in der Bretagne eine sehr schöne Strecke. Da hat man das Gefühl, man ist hier irgendwie in Amerika oder keine Ahnung wo, in Kanada. Und das ist eine geile Strecke. Da hat man so ein bisschen Meer mit dabei. Also man fährt direkt am Meer lang, kann da auch noch anhalten, spazieren gehen. Und dann fährt man durch so eine Art Heide. Dann ist auf einmal gar nichts, wie so Mondlandschaft. Also die Bretagne ist von der Landschaft her sehr interessant. Was natürlich auch sehr interessant ist, gerade bei Nacht zu fahren, ist da in Südfrankreich zum Beispiel oder in Österreich. Das ist sehr interessant, die ganzen Lichter, wenn man berghoch und bergrunter fährt, das sieht natürlich schon geil aus, aber meine Lieblingsstrecke war immer noch in der Bretagne. Sehr gerne bin ich auch gefahren von Bratislava nach Dresden, also direkt durch Tschechei, Slowakei. Das war für mich immer sehr interessant, weil das alles so ein bisschen altbackender ist, da stehe ich so ein bisschen drauf. Das finde ich auf jeden Fall cool. Das sind meine Lieblingsstrecken. Ihr könnt ja eure Lieblingsstrecken auch mal unten mit reinposten. Und also meine Lieblingsstrecken sind jetzt so kleinere, wo man schön was sehen kann, wo so ein bisschen was fürs Auge mit dabei ist. Jeder hat natürlich auch seine Lieblingsstadt. Meine Lieblingsstädte sind auf jeden Fall Hamburg, für LKW in meinen Augen perfekt zu fahren. Völlige Katastrophe finde ich. Bremen zum Beispiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich komme da zwar zurecht, aber irgendwie ist das nicht so meins. Und Paris bin ich auch sehr gern gefahren, lag aber auch daran, dass ich mich da natürlich sehr gut auskenne. Und da gibt es natürlich noch viele kleinere Städte in irgendwelchen Provinzen oder die so abgelegen sind. Prag zum Beispiel, wo ich halt irgendwie gerne durchfahre, weil das für mich interessant ist. On the Road fragt, kannst du oder ihr alle mal was zu euren Erfahrungen in der Fahrschule sagen? Ich habe von meinen neuen Kollegen gehört, dass sie maximal 1 bis 2 Mal rückwärts gefahren sind. Ich finde das irgendwie etwas wenig, da man den LKW wohl einfacher vorwärts bekommt als rückwärts. Und ich habe die wildesten Aussagen zur ADR-Prüfung gehört. Da wäre ich über eure Erfahrung auch sehr froh. Beste Grüße von einem frischen Azubi, der bald zur Fahrschule darf. Hi on the Road, also es ist so, bei der Fahrschule, da lernst du die Regeln und vorwärts fahren. Also rückwärts fahren hatten wir auch nicht viel. Ich habe auf dem Hängerzug gelernt und dann hatten wir einen halben Tag mit einkalkuliert, da sind wir permanent rückwärts gefahren halt, ne? Immer an der Rampe. Und ganz ehrlich, das sah bei mir auch nicht schön aus. Bei der Prüfung hat es Gott sei Dank geregnet, das heißt, ich brauchte da nicht rückwärts fahren, beziehungsweise nur einmal kurz und dann sind die schnell wieder eingestiegen, weil die keinen Bock mehr hatten. Das ist ganz normal, dass man das da, glaube ich, nicht macht. Ich weiß es nicht. Also man lernt das Rückwärtsfahren, man lernt, was man da zu achten hat, aber da wird jetzt nicht der Hauptaugenmerk drauf gelegt, sage ich mal.
Man fährt ja meistens rückwärts auf Betriebsgeländen oder Parkplätzen, also direkt an der Straße. Wenn du jetzt nicht irgendwo in irgendwelchen Gassen fährst oder so, was ich gemacht habe, da irgendwelche Hinterhöfe, dann fährt man eigentlich wenig rückwärts. An der Rampe fährt man rückwärts, ja, aber jetzt im öffentlichen Verkehr eher seltener. Und so wurde das in der Fahrschule auch behandelt. Für Leute, die noch keine Fahrschule haben oder noch einen Führerschein machen wollen, guckt, dass ihr eine Fahrschule bekommt. Am besten entweder sowas wie Deuler. Deuler ist so eine Fortbildungsfirma, die nur Führerscheine macht für LKW und landwirtschaftliche Sachen und sowas halt, die sich halt darauf spezialisiert haben. Weil wenn ihr so eine Fahrschule habt, wo der Fahrlehrer selber nur einmal im Jahr LKW fährt, was will er euch denn beibringen? Also das ist immer so eine Sache. Und vor allen Dingen die Fahrschulen, die privaten kleinen Fahrschulen sind meistens teurer als diese größeren. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere Fahrschulen. Ich will jetzt hier keinen vor den Stiefel kacken deswegen. Ne? Aber hier in der Gegend war das so, die kleinen Fahrschulen waren teurer als die anderen Fahrschulen. Und deswegen habe ich mich halt für diese Deuler entschieden und innerhalb von 2 Wochen dann hab ich das weggehabt. Ne? Vor allen Dingen, die müssen nicht extra einen LKW anbieten, die haben alles da und gut ist. Also Führerschein, ADR-Prüfung kann ich dir nichts zu sagen. Ich habe gehört, dass es so machen wie Angelschein machen. Also nichts Dramatisches in dem Sinne. Klar, man muss die Sachen lernen, man muss ja auch wissen, womit man das zu tun hat. Aber da würde ich mir jetzt nicht in die Hose kacken. Also da, wichtiger ist ein Staplerschein. Ne? Dass wenn du irgendwo im Lager bist und die dich nicht laden wollen, dann kannst du sagen, hier, ich habe einen Staplerschein. Auch wenn der kopiert ist, egal. Du hast einen Staplerschein, dann kannst du selber schon mal laden. Das bringt dir auf jeden Fall manchmal ein früheres Wochenende. Kommt natürlich darauf an, wo du arbeitest. Wenn du zum Beispiel einen Tanker fährst, dann solltest du dich nie selber mit einem Stapler beladen. Noch eine Frage von Goizzi. Was sagst du überhaupt zu Tesla-LKWs? Ja, die Frage hatte ich schon mal beantwortet. Das wurde unten in dem Chat quasi auch schon mal, beziehungsweise in den Kommentaren schon beantwortet. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich das sehr innovativ finde. Ich persönlich halte nichts von Elektromotoren. Ich meine, die haben gewaltigen Bums, ne? Also die haben mega Anzug, gar keine Frage. Aber ich bin so ein Typ, der mag Motoren, die knattern und stinken so ungefähr. Dass das natürlich nicht zukunftsweisend ist, das weiß ich. Und Tesla ist natürlich Pionier in Sachen Elektro, beziehungsweise Elektro, der sich auch vermarkten lässt. Und viele haben ja schon Elektrosachen gebaut. Selbst hier im Dorf, Waaskönig und Walter hat schon Elektroautos gebaut. Aber es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu und das setzt Tesla auf jeden Fall gut um. Und wenn die, ich weiß nicht, die haben sehr viele Projekte und zu wenig Geld auf einmal, um das alles irgendwie richtig durchzuziehen. Und also deswegen ist Tesla immer so ein Wackelkandidat, finde ich. Also wenn ich einen LKW da kaufen würde, dann würde ich mir den erst liefern lassen und dann bezahlen. Ne? Nicht, dass hier nachher meine Kohle futsch ist und die irgendwie pleite sind. Aber die LKWs, von der Optik her, sehen die natürlich aus wie ein Paar in Hals. Aber von der Wirtschaftlichkeit her denke ich mal, dass das auf jeden Fall die Zukunft werden wird. Auch mit diesem Fahrerassistenzsystem, das heißt, beziehungsweise, dass man Autopilot hat auf der Autobahn, der dich so ein bisschen steuert, dass du auch mal dich zurücklehnen kannst, ne? Schön ein bisschen Stulle schmieren, Frachtbriefe ausfüllen und was man sonst alles auf dem Lenkrad während der Fahrt machen muss, ne? Oder ich werde ja auch oft als schlechtes, negatives Beispiel im Fernsehen gezeigt, ne? Weil ich mein Feuerzeug angemacht habe oder eine Pizza während der Fahrt gegessen habe. Das geht ja gar nicht. Das könnte man dann zum Beispiel machen. Dann können die ja nicht mehr meckern vom Fernsehen, ne? Ich meine, die selber haben ja keine Ideen. Die klauen ja auch mein Material teilweise. Und ich stelle es aber immer in Rechnung. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich bin da sehr dankbar, aber ich werde immer so ein bisschen als Dulli dargestellt im Fernsehen, ne? Aber so ist das halt. Ne? Wenn man das so zeigt, wie man ist, dann ist es immer scheiße. Da kann man sich besser verstellen und ganz wichtig tun und dann kommt man da wahrscheinlich besser durchs Leben bzw. im Fernsehen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ab geht's hier. Marc Schönauer fragt: Hallo Paul, du machst super Videos. Danke. Ich habe auch alle deine Videos von TruckTV mehrmals gesehen. Ich habe meine Frage: Wie lange bleiben die Lenkzeiten auf der Fahrerkarte gespeichert? Ich freue mich auf weitere Videos von dir. Also 28 Tage bleibt das ja gespeichert und die Karten können auch mehr Tage speichern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Auf jeden Fall ist es irgendwann so, dass die neuen Daten die alten überschreiben, weil es ein rollierender Ringspeicher ist oder wie sich das nennt. Und, aber zusätzlich sind ja auf dem Gerät, beziehungsweise auf dem EG-Gerät, Kontrollgerät oder wie man das nennt, sind natürlich die Daten noch gespeichert. Und die müssen aber ausgelesen werden und die werden ja in der Firma gespeichert und selbst wenn die nicht mehr auf der Karte drauf sind und die irgendwann kommen und euch ankacken wollen, dann gucken die halt in die Firma. Da habe ich auch schon welche für auf den Sack gekriegt, obwohl man ja eigentlich immer sagt, die letzten 28 Tage. Also das ist immer so ein bisschen heikel und ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man an seine Abfasskontrolle denkt. Weißt du, morgens vielleicht stehst du auf, gehst zum LKW-Umzug, guckst, ja, alles super, gehst nochmal pinkeln, setzt dich rein, oh, Abfahrtkontrolle vergessen, ne?
ja, scheißegal, machst du nichts mal. Ne? Und so läuft das dann jeden Tag weiter. Man macht das ja, man guckt ja selber auch, ist auch für die eigene Sicherheit. Also ich habe immer geguckt, dass alles in Ordnung ist, ob die Sattelplatte noch zu ist. Nicht, dass irgendjemand sich dann Spaß erlaubt hat oder sowas und mir nachher die Kacke runterrutscht vom Auto. Also da muss man immer gucken. Und aber wie viel die jetzt genau speichert, das kann ich wirklich nicht sagen. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie viel man fährt. Wenn man jetzt jeden Tag nur eine Stunde fährt, dann zeichnet das Ding ja nicht so viel auf, also ist da wieder mehr speicherfrei. Vielleicht kann ja mal jemand ein paar Wochen 24-Stunden-Schichten schieben, damit wir das genau jetzt hier, er will das ja wissen. Ihr müsst das jetzt mal sagen. Ne? Also irgendjemand muss sich da bereit erklären. Und auf jeden Fall, so ist das halt. Also man braucht auch nicht darauf hoffen, dass die eigenen Daten überschrieben werden. Das ist noch schlimmer. Also immer regelmäßig die Karte auslesen auf jeden Fall. Auch das Gerät muss ausgelesen werden, aber die Karte ist noch wichtiger, weil das ist man selbst für verantwortlich. So, das war's mit euren Fragen heute. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Weiterhin so gute Fragen und das läuft hier. Was mich momentan ein bisschen stört, ich hatte ja immer gehofft, dass ich noch ein bisschen LKW fahren kann. Dieses Jahr ist das irgendwie mau, das läuft überhaupt nicht, obwohl die Blumenkohlsaison voll in Gange ist. Hatte ich ja gehofft, dass ich da nochmal eben ein, zwei Tage mitziehen kann. Aber bis jetzt war nichts. Wetter ist auch Mist. Ich habe mir extra eine Drohne gekauft, damit ich feinen Truck-Porn machen kann, aber nichts passiert. Wer mal in der Nähe ist hier, ich wohne ja hier im Saterland, und an der B401 lang fährt, der kann mir gerne schreiben an info@videorezension.com und dann kann ich euch natürlich gerne mal besuchen, kommen auf den Parkplatz, da ist die Tankstelle Lenz BFT und da kann man vielleicht mal sich kurz unterhalten, ein Video zu machen und einen kleinen Truck-Porn. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Wer einen Job sucht, der guckt bei uns einfach auf die Homepage und ich würde sagen, bleibt sauber, ordentlich und anständig und macht nicht so viel Licht an, sonst kommt ihr in den Knast. Ciao.